Und zusammen, weiter geht's mit Witcher 3. So, der Hexerauftrag, ein flüchtiger Dieb. Ich bin alles so leid. Mal gucken, wen wir hier anquatschen müssen. Die Wache ist es nicht. Kellerei. Oh, schön. Super. Die Wache pennt anscheinend. Da können wir hier noch ein bisschen klauen. Begib dich bei Tag zum Marktplatz. Ach, ist ja kein Wunder, dass jetzt hier gerade keiner ist. Da ist abgeschlossen. So, dann gehe ich mich mal in den Eingang hier wie so ein obdachloser Penner. Bettler. Und dann meditieren wir mal bis, ja, bis 6. So, Almosen für den Geralt. Was soll die Eile? Hallo, Kamerad, sei meine gegrüßt! Güte, was für eine Missgeburt. Sind immer so sympathisch, die Leute hier, und so, so nett und zuvorkommend. Natur. Ah, hier ist er. Bin ich kaputt. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Klingt irgendwie nach dem gestiefelten Kater. Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. So. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Ich möchte natürlich möglichst viele Münzen aus ihm rausquetschen. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Okay. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. So, oh, da haben wir eine Spur. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Okay, das sah sehr creepy aus, gerade wie er hier hochgeglitscht ist, anstatt zu klettern. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Regnet überhaupt nicht. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Noch eine Spur. Okay, Katze an der Wand.
Okay, ist an der Wand entlang geklettert. Da frage ich mich nur, was die Wachen hier machen. Pennen die den ganzen Tag? Dann müssen die ja mitgekriegt haben. Hier war übrigens dieser Wehrgang, von dem ich erzählt habe. Ein paar Folgen vorher. Ging es hier irgendwie rein? Irgendwie hier mittig geht es dann noch in den Keller, in die Katakomben und so weiter. Aber das schauen wir uns später mal an. So. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Würde ich mal sagen, hopsen wir da doch auch runter. Auf gut Glück. So, ich weiß, die Karte zeigt in eine andere Richtung, aber ich war gerade mal neugierig. Vielleicht finde ich hier noch irgendwie was. Also gehen die Spuren weiter. Mal kurz hier an den Säcken gucken, da war ich aber eigentlich schon dran gewesen. Auch da oben wird sich kurz mal hoch. Ups. Ach, da ist eine Leiter. Das ist ja auch praktisch. So. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Sperrangel weit offen. Interessant. Okay. Hellebarde und ein Schild. Könnte die Hütte von der Wache sein. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist des Lesens kundig, wenn nicht gar gebildet. Kurzer Brief. Janne, bitte hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist, wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte, du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also, wie sieht's aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief. Louis. PS, verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PPS. Ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir den Gefallen und verbrenn ihn. PPPS. Wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Ein Doppler. Das erklärt vieles. Und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. So. Bestiariumseintrag Kobolde. Schau ich mal rein. Doppler. Reliktöl, okay. Kobold, auch Reliktöl. Dann klatsche ich das schon mal auf die Klinge. Da. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Oh. Ich wollte eigentlich nur darüber hüpfen. Ins Treppenhaus nach unten und dann klettert er nach oben. Dann mal den Duft hinterher. Mit nassen Hosen rum? Oh.
ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Weise, wenn dir irgendwas zustößt, bleiben wir hungrig. So, Tempelwache. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Welch Duft. Und da habe ich die Tempelwächter für ungepflegte Wildschweine gehalten. Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Ah, immer die gleiche Scheiße. Dann flitzen wir mal hinterher. Hey, warte! Fang den Doppler. Wie geht das? Achso. Ich dachte, die muss willst du wirklich einen wütenden so. Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Ach was. Jetzt kämpfe ich gegen mich selber, oder wie? Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist. Was du fühlst. Ja, ich bin mal der Arsch, ja. Du hast etwas erfahren, aber nicht alles. Ich verschone alle Monster, die nicht gefährlich sind. Leider hast du mich angegriffen. Einfach so. Also gilt das nicht für dich. Eine Krone? So, ab ist der Dopplerkopf. Dopplermuttergel. Und eine Doppler-Trophäe. Okay, den Kopf nehmen wir anscheinend mit. Obwohl er schon abgeschnitten ist, zieht er jetzt sein Messer, um ihn abzuschneiden. Oh, hier vorne links ist gerade irgendwie noch eine Nebenquest aufgeploppt. Gehe ich auch direkt mal gucken. Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Na toll, vom Regen in die Traufe. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Oh ja, wo einer ist, da braucht man nur zu spucken und schon trifft man den nächsten. So, Nummer 1. Fix, du bist. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Dem ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen.
Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg frei machen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Ja, verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. War echt der Spruch des Tages bis jetzt. So, dann flitzen wir mal zurück, holen die Trophäe ab. Dann kann man den noch ins Wasser schubsen hier. Versuche ich mal. Ups. Habe ich gerade angeschubst hier oder was? So, schon die Leiche im Fluss versenken. So. Gute Reise. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht anquatschen, wenn er hier so hockt. Hallo. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Euer Kobold? Der hat sich als Doppler erwiesen, hat ständig die Gestalt gewechselt, bis ich ihm den Kopf abgehauen habe. Ein Doppler? Diese Plage werden wir wohl überhaupt nicht los. Verbrennen wir einen, kommt der nächste. Verfluchte Pest. Vielleicht machen sie jetzt wenigstens einen Bogen um den Markt. Danke, Meister Hexer. In meinem Namen und dem der Gilde. Super. Das war der Auftrag. Dann schaue ich gleich nochmal, was der Händler hier macht. Und dann schaue ich mir noch mal einen anderen Auftrag an hier. Obwohl, Nebenquests haben wir keine mehr in Novigrad. Ja, das ist Gellige, Novigrad. So, Hexeraufträge. Mal gucken. Tödliche Wonnen. Machen wir den als nächstes. Bis zum nächsten Mal und ciao.